Nachdem unser Boot sank, erreichte ich als einziger Flüchtling das Ufer. Ich hielt die Hand meines Mannes bis zur letzten Sekunde. Ich spüre noch, wie seine Nägel sich in mein Fleisch grub. Und wissen Sie? In der ersten Nacht, sagte er, teilen wir unsere Erinnerungen. Ich hatte ein bisschen Angst. Aber er lächelte und zusammen drückten wir den Schalter. Spürte ich alles. Zum ersten Mal erlebte ich all seine Liebe. So warm und so stark. Sie tat fast weh. In den letzten 3 Jahren war jeder Tag unser erster Tag. Das Wetter war so heiß an jenem Tag. Die Straßen stanken schrecklich nach verbranntem Kunststoff. Ich ging mit den anderen Kindern durch die Stadt aus Paris hinaus. Niemand schoss. Der Krieg war vorbei. Wer weiß, ob ich je den Mut finde, meinem Sohn diese Erinnerungen zu geben. Aber ich bin beruhigt, da ich weiß, dass sie gut geschützt sind. Dank meines Sensen kann ich mich an alle entscheidenden Momente meines Lebens erinnern. Gute oder schlechte. Dank meines Sensen lebt mein Mann weiter. Hier und hier. Hostgedächtnis gelöscht. Sensen erwartet neue Gedächtnisdaten. Guten Tag, hörst du mich? Ja. Wie heißt du? Nelin. Welches Jahr? Was hast du gesagt? Nelin. Verdammt. Tatsächlich. Keine Sorge. Diese letzten Erinnerungen kriegen wir noch weg. Welches Jahr haben wir? Ich weiß nicht. Es ist 2084. Weißt du, wo du bist? Nein. Doch nicht so widerstandsfähig. Vielen Dank für deine Mitarbeit. Was? Dr. Quaid? Ja. Dieses Objekt leistet etwas Widerstand. Führt die Substitutionsprotokolle aus, dann schickt sie her. Ich lösche ihre letzten Barrieren selbst. Ja, Herr Doktor. Stellt euch vor, all eure Erinnerungen sind von heute auf morgen gelöscht. Danke. Nun bitte aufstehen. Und wir kommen welche und sagen euch, was ihr tun müsst. Dann seid ihr... Bitte der orangefarbene Linie zur nächsten Aufgabe folgen. Genau an dem Punkt, an dem wir jetzt auch sind, oh, bei... Teufel. Remember Me. Ein grandioses Spiel, wie ich finde, mit grandioser Grafik.
Wir befinden uns noch im Intro bzw. Tutorial, aber ich versuche jetzt, diesem komischen Roboter zu folgen. Ja, ja. Und gucke mich aber auch gerne mal um. Gerne. Schau dich gerne um. Es wurde offensichtlich versucht, unser Gedächtnis zu löschen. Ich weiß nicht. Aber wir wissen auch unseren Namen. Das ist sehr wichtig. Ja, okay. Total sicher. Also ehrlich, wenn ich mir vorstelle, all meine Erinnerungen werden weg. Die wollen mir das Gehirn rauben. Ich bin hier total sicher. Irgendwer versucht da anscheinend Kontakt mit uns aufzunehmen. Ja, wer? Unterdrückte Rufnummer kann ich ja sehr leiden. Wir befinden uns im Neo-Paris von 2084. Und es gibt diese wunderschöne Sensen-Technologie. Genau, die Erinnerungen speichert. Ja, oder löscht. Hm. Ja. Ganz so, wie es fremde Menschen wollen. Ja, man kann diese Erinnerungen aus seinem eigenen Kopf speichern. In einem Sensen. Und das ist dieses kleine runde Teil da an ihrem Nacken. Und sie nach Belieben wieder abrufen. Da geht es einem anscheinend nicht so gut. Warum denn nur? Tja. Na, dann stell dich mal an. Ja, ich versuch's gerade. So, hier soll ich hin, ja? Bitte stell dich an und warte, bis du dran bist, bevor du dich auf den Stuhl setzt. Ja. Ja. Nix da. Oh, ja. Da will ich nicht hin. Da will man doch hin. Natürlich. Was, das will man doch haben? Der Wie man auch sieht, alle anderen stehen hier deutlich lethargischer rum als wir. Guck mal, voll der Knackpo. Total. Kann ich da so? Oh, hallo. Nellen, kannst du mich hören? Ja. Sie löschen gleich dein Gedächtnis, Nellen. Lass es nicht zu. Ich schaffe eine Umleitung. Ja, leg los, wenn ich sage. Wer bist du? Wenn du überleben willst, dann hör auf mich. Ja, ja. Lass mich nicht allein. Will ich. Hilf dir. Lass mich nicht allein. Nö. Arsch, du kannst mich mal, scheiß Roboter. Ja. Bitte stell dich an und warte, bis du Oh Gott. Oh. Ortsmerkstörung. Temporäre Quarantäne aktiviert. Danke für deine Geduld. Jetzt sind sie aufgewacht. Nellen, links geht gleich der große Rollladen auf. Wenn du verstehst, beweg den Kopf. Ich bin mit deinem Sensen verbunden und fühle es. Die Tür. Geh drunter durch. Schnell! Ich kann aber nicht rennen, ne? Nee, ich bin noch ziemlich out of order noch. Boah, Leute. Oh, diese Grafik grandios. Da möchte ich reinkriechen. Mich drin suhlen. Und ich mag ihre Frisur. Nur die Schuhe gefallen mir gar nicht. Was sind da? Garden Clocks? Ups. Oh, wer ist er denn? Oh, da gab es mal so eine Serie früher, so ein Anime. Oh, wie hieß denn die? Power Rangers? Nee. Naja, entschuldige. Power Transformers? Rangers. Nee. Oh, da komme ich jetzt nicht drauf. Unbeaufsichtigter Patient in Sperrgebiet. Zugsicherungseinheit entsandt. Ach, nö. Ich bin nicht unbeaufsichtigt. Ich bin gespaltene Persönlichkeit. Ich bin nie alleine. Ach, du Scheiße. Du geh weg. Riesengroß. Oh Gott, und jetzt? Ich renne ja. Scheiße, kann ich nur mit. Du musst auch wenn ich auf links ja. Links. Ja. Oh Gott, rechts. Oh Gott. Links, rechts. Bitte lass mich leben. Geh weg, du Arsch. Passage rechts von dir. Nimm sie. Rechts? Achso, das macht's aber. Okay. Ups. Au. Du musst weiter. Ja, kann ich ja nicht. Da kann ja gar nicht steuern. Hübsches Ding. Guck dir genau blonde Strähnen wie ich. Das bin eigentlich ich. In 80 Jahren. Ja. Kürzere Haare. Und anderem Gesicht. Sonst ist das total du. Toll aus und sehr viel brauner. Also nach 7 Wochen Türkei dann.
12 Wochen Türkei später. Kann ich hier was drücken? Kaputt. Ich glaube, du musst einfach nur... Guck dir das mal an. Das... Schaut nicht gut aus. Oh. Da fliegt was, Igitt. Fast geschafft. Schnell in eine Kiste. Mach. Okay, ich mach. Oh Gott, da liegen zappelnde Lauben. Also Menschen. Okay. Okay. Nimm die nächste Kiste. Bitte lass das ein Phantom sein. Oh ja, bitte. Ich hab Platzangst. Seid ihr bescheuert? Ich brauch gerade Gänsehaut. Lebendig begraben. Wir haben gerade unsere Arme gegeneinander gehalten und festgestellt, die sehen gleich aus. Ich habe den Himalaya auf meinem Unterarm. Ich bin mal eben zur Gans mutiert. Was ich tue, lehrt mich, wonach ich suche. Pierre Solage. Da haben sich doch die französischen Stunden gleich noch ausgezahlt. Oh. Oh, es klingt voll und laut und nach Paris. Nellen, bist du okay? Nein, ich muss hier raus. Ich will hier raus, sofort. Nur ruhig. Ich bin Edge. Vertrau mir, Schwester. Hab ich gerade, Bruder. Und jetzt lege ich ihn im Sarg. Ich muss dich auf das da draußen vorbereiten. Der Feind ist Memorize. Ein Unternehmen, das Gedächtnisse digitalisiert und vermarktet. Sie nennen es Sensen-Technologie. Und die Welt ist süchtig danach. Klar? Ja. Du warst Gedächtnisjägerin, Nellen, die Beste. Andere Jäger plündern nur Erinnerungen, aber du kannst sie remixen. Und vor allem bist du Terroristin, wie ich. Warum haben die das mit mir gemacht? Du warst eine Revolutionärin und meine beste Agentin. Wir kämpften dagegen, dass keine Firma ein Monopol auf alle Erinnerungen bekam. Aber vergeblich. Wir wurden gefangen und eingelocht. Oh, das ist ja alles ganz nett hier. Aber ich muss jetzt wirklich raus aus diesem Sarg. Die Strömung bringt dich zum Slum 404. Sobald du da bist, verrate ich dir meinen Plan. Bin mir nicht sicher, ob ich in Slum 404 will. Bin mir nicht sicher, ob ich in diesem Sarg sein will. Aber wir haben voll, das ist ja voll der Wirtschaftsthriller hier. Kein Monopol. Monopol so. Auf ein... What? So schnell kann ich nicht lesen? Ja, das sind doch mal diese Tipps, die eh nur kommen, ist nicht so schlimm. 7.18 Uhr. Oh, viel zu früh, da schlafe ich noch. Auf dem Sonntag vor allem. Ich glaube, es hackt. 17. September hat ein Onkel Geburt. Naja. 2084 vielleicht nicht mehr. Ach so, je. Napoleon, ach nee. Was? Johnny weint. Oh, bei denen sieht es aber anders aus. Das Sensen sieht bei denen anders aus. Die sehen nicht freundlich aus. Die sehen komplett anders aus, nicht nur ihr Sensen. Was ist mit denen passiert? Ach, sind die gelöscht? Ja, vielleicht sind es auch so ausgesetzte arme Seelen wie wir. Nur halt noch ein kaputter. Ich würde sagen, die sind gelöscht, oder? Ja, gelöscht. Gelöschte Seelen. Am Leben? Oh, ist das furchtbar. Ja, alle Gelöschten kommen in diese Kiste und werden dann da einfach der Strömung überlassen, ja. Ein neues Hirn. Und wenn sie noch leben, haben sie Glück. Schau, ein neues Hirn. Angst. Kommt jetzt. Angst. Ein neues Hirn. Mein Schatz! Geteiltes Leid, jetzt! Schau! Angst ein weg. Neues Wir! Dunkler Schmerz! So lange suchten wir! Ja, die Finger sind ein bisschen lang und ein bisschen sehr gruselig. Oh. Hallo! Jetzt finden die gleich uns, wa? Jo, Sauerstoff. Naja. Boah, die Bitch, keine Finger hier. Bist ein Stück. Schwester? Flasch. Wie wär's mit Freund? Klappt.
Ich bin keiner von euch, hm? Deswegen? Was? Oh Gott. Wenden Sie WASD oh Gott. Und Leertaste zum Ausweichen. Ich will dich nicht bekämpfen. Oh Gott, wie kann ich denn die Kamera bitte drehen? Willen, die werden dich umbringen. Nutz deine Impressions. Drücken Sie Tab, um das Sensen-Menü aufzurufen. Drücke Enter, um das Combo-Lab aufzurufen. Während Ihres Fortschritts schalten Sie die vergessenen Kampfschritte, genannt Impressions, frei. Ah ja, okay. Ihre Kombos links können durch die freigeschalteten Impressions rechts angepasst werden. Der erste Slot in Ihrer Kombo kann nicht verändert werden. Okay, wir haben erst einen in der Kombo. Die Eingabesequenz einer Kombo ist vorbestimmt und unveränderbar. Also muss ich die jetzt praktisch ausführen, ne? Wenn der mir das anzeigt, muss ich jetzt zum Beispiel mit der Faust draufhauen. Kraft-Impressions verursachen massiven Schaden. Verwenden Sie sie, um hart zuzuschlagen. Erschaffen Sie drei. Okay. Mhm. Wählen Sie eine Impression mit hoch, runter, links, rechts und drücken Sie Enter, um zu bestätigen. Okay, so haut sie zu und so macht sie, wehrt sie ab. Will ich zuhauen oder? Na, ist es abwehren? Also, sie sind beides Kraft-Impression. Ja. Das ist, glaube ich, nur wenn du vor einem stehst. Was sieht denn geschmeidiger aus? Oder? Ja. Ich nehme den, der sieht irgendwie kraftvoller aus, oder? Ja, das stimmt schon. Kraftvoller sieht der aus. In der. Jetzt verwenden Sie hoch, runter, links, rechts, um einen Combo-Slot auszuwählen, in den Sie die Impressions einsetzen. Hä? Na, da oder da? Je weiter hinten eine Impression in einer Kombo platziert ist, desto größer ist ihr Effekt. Oh. In dem Fall? Ja, oder? Mach einfach. Schaden 70, 60. Aber was muss ich dann mit dem zweiten machen? Machen Sie das gleiche für den letzten. Mhm. Sie haben eine 3-Schritt-Kombo aus Kraft-Impressions erstellt. Das ist sehr schön. Führen Sie den nächsten Schritt aus, wenn Sie Ihren Treffer landen. Oh Gott. Und was soll ich jetzt machen, bitteschön? Ich habe keine Ahnung. Ja, sowas. Sowas ist sehr gut. Das fand ich gut. Sehr gut aus. Die Kombo liefert Ihnen Echtzeit-Feedback zu den ausgeführten Kombos. Also ich habe jetzt einfach nur linke Maustaste gedrückt. Ja, für dich später. Okay. Achso, kann ich noch ausweichen? Okay. Muss ich das irgendwie auf Timing machen, ne? Jetzt. Ein bisschen wie bei Assassin's Creed, aber nur partiell. Los, halt zu! Hör ich aus, weil ich aus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Steht denn, wie viele die Gegner noch haben? Ah ja, okay. Oh Gott, ey. Das war ja schon knapp genug. Was sind die? Leaper. Elende Ausgestoßene, die im Bauch von Neo Paris verrotten. Traurig. Eher monströs. Das sind die verlorenen Kinder unserer Sensen-Zeit. Zwar Menschen wie du und ich, aber Schatten unserer Schande. Wir sollen sie fürchten. Eine weitere Rechtfertigung für die eroistische Sache. Was Wer sind ist denn da? Eroisten? Das wollten wir noch rausfinden, wa? Anu? Naja, Anu, würde ich sagen, they follow the light. Zu viel The Last of Us geguckt. Die Fireflies werden euch... Oh, hier, Medipack. Oh Gott sei Dank. Das ist... Was muss ich machen? Drücken? Kostenlose Nanowähle drücken sie eh. Oh Gott sei Dank. Ach, da ist meine Lebensanzeige. Gut zu wissen, dass das orange ist. Aber die kann auch voll sein, ne?
Du musst hier raus. Geh und finde Kopfweh, Tommy. Ich sag ihm, du bist wieder dabei. Wer? Er hat eine Bar am Ende von Slum 404. Ach, deswegen. Krabbel hier raus. Ich gebe dir dann Hinweise, falls nötig. Muss ich krabbeln? Entkommen Sie aus dem Lieberversteck. Kann ich nicht auch gehen? Ich weiß, was entkommen heißt. Freikämpfen. Nein, freu mir. Bravo. Da. Ah, cool. 5,46 Meter. Kann ich hier noch irgendwas machen? Kann ich denn, wie jump ich denn? Ja, geil, das wollte ich doch mal gucken. Mal drauf zurennen. Achso, oh, Tomb Raider! Yay! Wie geilo. Drücken Sie Leertaste, um sich hochzuziehen. Alles klar, das kenne ich auch. Wie sie schon, du spielst lieber. Nicht zum Teufel kommt die Staatsfeinde Nummer 1. Aus dieser Amnesie-Kathedrale flüchten. Hat Edward Edge seine Hand im Spiel? Wir will unsere Zivilisation vernichten. Eines ist sicher, die Zahl der Errorristen, die unsere Stadt unsicher machen, hat sich schlagartig verdoppelt, nämlich auf 2. Wir lichten hier. Ja. 2 Terroristen, Mensch. Errorristen. Die berüchtigte Verbrecherin Nilin. Da war der Wunsch der Vater des Gedankens. Okay. Ja, kenne ich auch. Da muss aber irgendwo schon die Bar sein. Bewegen Sie sich mit WASD in der Lesereise. Okay. Kenne ich auch. Drücken Sie E, um sich auf einen Vorsprung fallen zu lassen. Kann die Kamera bitte mitgehen, oder? Dankeschön. Oh, hallo. Mäuschen. Dann Mäuschen vielleicht nicht. Ach, da muss ich hin. Ich hab doch da gedrückt. Das kommt man nur nach oben. Achso, jetzt muss ich... Genau. Achso, und wie komme ich jetzt nach oben nochmal so? Genau. Das musst du nachher auch alles nochmal üben. Ja, also du spielst einfach. Nee. Achso, das war... Das war der Tast. Ziel erreicht, genau. Okay, dann guck mal, wo die Bar ist. Puh, das ist ja eine Müllhalde hier, ne? Das ist ja nichts anderes. Nee, das ist nur Müll. Edge. Wer ist dieser Tommy? Tommy war dein bester Freund. Er war Gedächtnisjäger und blieb unserer Sache treu. Seine Bar ist in einem Frachtraum über den Kanalschleusen in Slum 404. Das Leaking Brain. Nicht zu verfehlen. Leaking Brain. Warte mal. Trump Brain. Trump Pain. Das Leaking Brain. Naja, da sieht es ganz gut aus, oder? Guck mal hier durch, wa? Hoch oder runter? Oh, da liegt was. Was. Von hier, wie kann ich das jetzt aufrufen? Tagebuch. Sensenmenü. Achso. Tab. Sensenmenü. Tagebuch, ja. Nimm das eine Erinnerung. Hä? Kann ich aber gerade nicht aufrufen, oder? Doch, mach mal. Doch, so. Ja. Ah, da ist eine. Hab ich die alle übersehen? Nein, kann nicht sein, oder? Und jetzt? Lesen. Ja, wer es lesen will... Du musst nach oben. Enter wählen. Wer es lesen will, kann ja auf Pause drücken. So. Wir lesen das jetzt mal nicht. Tab-Menü verlassen. Wir nehmen ja auch in guter Qualität auf, also. Das Fleisch stinkt. Ich stinke ja, nicht. Hallo, Deo. Hier muss irgendwo die Bar sein. Ah, guck mal. Da würde ich mal glatt sagen, ne? Ja. Davor, dann hat es sich schon gelohnt. Oh. Fliegende Fische. Oh. Geige. Sie schmilzt gerade dahin. Geil. Alles gut. Wenn Sie das lesen können, laufen Sie weg. Ganztägig warme Küche im Leaking Brain. Tageskarte. Knusprige Garnelen à la Tommy und Abwasser-Shrimps in Schlammsoße. Ich bin mir nicht sicher, ob ich möchte, aber es klingt erstmal nach was zu essen. So, also ich bestelle mir in der nächsten Folge auf jeden Fall Abwasser. Was war das? Abwassergarnelen mit Schlammsoße? Irgendwie sowas?
Gut, also wir sehen uns dann in der nächsten Folge, falls wir uns noch dran erinnern können. Also bis dann. Tschüss.